Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Heute mache ich mit euch mal eine Pfannenpizza. Pfannenpizza finde ich persönlich super, weil der Boden wird richtig schön kross und knusprig und man braucht nicht unbedingt einen Backofen dafür, was natürlich auch super gut geeignet ist, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, was wir hoffentlich bald wieder werden. Okay, als erstes habe ich einen Hefeteig im Thermomix zubereitet. Könnt ihr natürlich auch ganz normal, braucht ihr ja keinen Thermomix dafür. Das ist jetzt ein ganz normaler Hefeteig mit Mehl, Wasser, Hefe, einen ganz kleinen Schuss Olivenöl und Salz und eine Prise Zucker. Wenn ihr möchtet, schreibe ich euch das gerne drunter. Aber ist ja überall zu finden, ein Rezept für Hefeteig. Ja, nachdem ich den dann gemacht habe, ich habe den dann im Thermomix halt in der Teigstufe 2 Minuten laufen lassen. Und ich muss dazu sagen, ich habe da ein Rezept genommen aus dem Thermomix-Kochbuch, aber das war doch ziemlich weich. Also der Teig hat deutlich mehr Mehl noch benötigt im Laufe der Zeit. Der hat geklebt. Irgendwie ist das Rezept nicht so richtig ausgereift. Beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall mehr Mehl nehmen oder weniger Wasser. Ja, der Teig geht jetzt da hinten in der Ecke und in der Zwischenzeit habe ich dieses Käsetopping zubereitet, was hinterher auf die Pizza kommt, und dazu verwende ich Cashewkerne, ein bisschen Wasser und einen Spritzer Zitronensaft. Das Ganze wird dann im Personal Blender mache ich das richtig schön zu einer geschmeidigen Masse vermixt. Das ist dann ziemlich dickflüssig, wie ihr das hier auch sehen könnt. Dann wird das noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer gewürzt und dann stelle ich das halt auch erstmal zur Seite. Das ist ja eigentlich kein besonderes Rezept, aber genau diese Zusammensetzung mit dem Zitronensaft, das habe ich aus dem Kochbuch von Attila Hildmann. Aus irgendeinem, ich weiß jetzt gerade nicht von welchem. Ja, dann mache ich die Tomatensoße für die Pizza. Und die ist ja auch relativ einfach, aber trotzdem sehr lecker. Dazu nehme ich 2 Zwiebeln. Die sind jetzt nicht so ganz groß, so mittelgroße Zwiebeln. Die dünste ich jetzt erstmal schön an, bis sie so ein bisschen glasig werden, leicht braun. Und dann kommt ein Päckchen passierte Tomaten dazu. Das Ganze soll dann so ein bisschen vor sich hin köcheln und dann kommt noch Oregano da rein und Brühe und ein bisschen Pfeffer habe ich noch reingetan. Aber da könnt ihr ja auch eurem Geschmack wieder freien Lauf lassen, wenn ihr da noch Knoblauch reintun möchtet. Das schmeckt bestimmt auch super, könnt ihr das natürlich auch gerne machen oder noch andere Kräuter und Gewürze. Ich finde das so ziemlich gut. Ja, dann, ich glaube ungefähr so nach einer Stunde ist der Teig dann ziemlich hoch gegangen. Ich musste dann, wie gesagt, noch ein bisschen Mehl da hinzufügen und dann rolle ich einfach, dann mache ich mir halt so Kugeln und dann rolle ich da so kleinere Teigkreise aus und die kommen dann in die heiße Pfanne. Ich habe da so eine gusseiserne Pfanne und da kommt auch kein Fett rein. Also die Pizza an sich ist ja auch sehr, sehr fettarm, weil in dem Teig ist gerade mal so ein Teelöffel oder sowas. Und auf dem Belag ist halt nur das, was in den Cashewkernen an Fett drin ist. Ja, dann kommt dieser Teig, wie gesagt, in die heiße Pfanne. Und dann kommt da was von dieser Tomatensoße drauf. Wird dann schön gut verteilt und dann Belag nach Wunsch. Da ich jetzt nicht mehr so viel im Haus hatte, habe ich Champignons geschnitten in Scheiben. Die habe ich dann da drauf verteilt und dann dieses Cashew-Käse-Topping. Und dann muss das Ganze einfach eine Zeit lang in der heißen Pfanne verweilen, bis der Teig richtig schön knusprig ist. Wenn man jetzt Wilmersburger Pizzaschmelz zum Beispiel drauf geben möchte, dann sieht man halt auch, dass der schmilzt. Ja, so sieht das dann aus. Die brutschelt dann so ein bisschen vor sich hin und die habe ich dann mit Rucola garniert und das hat auch schon sehr lecker geschmeckt.
Die zweite Variante ist, ich habe einfach so eine Pizzatasche gemacht, so eine Art Calzone und habe das Ganze mal ausprobiert und das hat auch sehr gut geklappt. Die Füllung ist jetzt die gleiche, wie ich eben auf der Pizza hatte. Da kann man natürlich reintun, was man gerade hat oder was ihr gerne mögt. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Das habe ich, wie gesagt, dann jetzt seht ihr das gleich einfach zusammengeklappt, die Enden zusammengedrückt und dann vorsichtig in die Pfanne gelegt und dann von beiden Seiten in der Pfanne gebacken. Wie gesagt, das Tolle ist wirklich, dass wenn man das in der Pfanne macht, das wird richtig schön kross. Ja, und dann habe ich noch eine dritte Variante gemacht mit Zucchinis, die hatte ich noch da. Und da habe ich dann kein Rucola drauf gegeben. Ein bisschen Oregano habe ich dann da drauf gestreut. Ja, war alles super. Wenn ihr das wollt, macht es gerne mal nach. Danke fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.